Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Hexenrittern. Ich glaube, ich brauche nicht hier gerade in den Quest reingehen, aber ich bin gerade nochmal zurückgelaufen, nachdem ich jetzt eine neue Aufnahme gestartet habe, um euch zu sagen, dass ich Mana-Tränke eingekauft habe. Yay! Und Lebensgenerationstränke natürlich auch. Und deswegen können wir jetzt wieder lustig loslegen. Meine Dolche sind allerdings ausgerüstet und es wäre merkwürdig, wenn das hier gerade keiner merken würde. Okay. Und sie haben es gemerkt. Ja, sie haben es natürlich gemerkt. Da ist er, der Gast. Ja, Gas. Ich glaube, das wird nichts. Das war's mit ihm. Jetzt können wir zu... Oh, ich habe alles Mögliche mitgenommen. Zu Alok zurückkehren. Das war toll, dass ich jetzt Tränke habe und gar keinen Schiss mehr haben muss irgendwie, dass ich hier drauf gehe. Im Gegenteil, das lief sehr, sehr gut. Ich benutze auch gar nicht meine Super-Power-Magic-Kraft. Auch das ist gut. Ist immer so ein Zeichen dafür, dass ich es gerade gar nicht notwendig habe. Und deswegen dürfen wir es uns auch leisten, hier die Truhen mal nebenbei zu öffnen. Es war keine Bandruhe, aber trotzdem. Ja, ja, komm. Nimm alles mit. Kann ich hinterher immer noch entsorgen. Wo soll da eigentlich jetzt noch ein Schatz gewesen sein? Das checke ich gerade nicht. Ist es hier auf einer ganz anderen Ebene oder ist es hier irgendwo da? So, kann ich da irgendwie noch hin oder so? Oder hier unten lang? Nee, ne? Okay, dann ist es eine andere Ebene, nehme ich mal an. Ich laufe mal wieder den weiten Weg zurück. Und es ist so unglaublich toll hier. Und da steht er schon. Ihr seid zurück. Ich habe euch aus sicherer Entfernung beobachtet, um zu sehen, ob ihr euer Versprechen halten würdet. Ich bin überrascht. Ich wagte es nicht, davon zu sprechen. Doch es gibt Prophezeiungen eines Sterblichen, der den Untergang unseres Volkes einleitet. Gasks Niederlage wird zwar als Sieg gegen Gadflos Wahnsinn gefeiert werden, aber ich frage mich, ob sie nicht noch düsterere Zeiten einläutet. Ungeachtet aller Prophezeiungen. Ihr habt getan, worum ich euch bat, und wir, der Ashmore-Clan, erkennen euch an. Yay! Okay. Lebt wohl. Toll, ich hab voll die viele Erfahrungen bekommen, nicht schlecht. Was habe ich hier noch nicht mitgenommen? Auch so den Kram vom letzten Mal. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf zum Hauptquest. Zeit der Rache ist schon aktiviert. Sehr schön. Dann bin ich ja jetzt wieder den Weg zurück. Aber dafür ist die Gegend halt auch rein. Und sowas ist mir auch immer relativ wichtig, dass man hier nicht durch die Gegend rennt. Und das weiß ich nicht. Es gehört für mich zum Spiel dazu. Das ist für mich nicht mal so richtig Nebenquest, sondern es liegt halt auf dem Weg. Und es sollte getan werden. Dafür spielen wir dieses Spiel. Dafür ist man da. Und nicht, um einfach alle Feinde zu ignorieren und nur die Hauptbosse irgendwie sich zu krallen. Weil gerade, wenn man sich so ein bisschen hineinversetzt in diese ganze Story, dann finde ich, wäre es doch komisch, also gegen die nicht zu kämpfen. Und
die einfach außer Acht zu lassen. Und wenn man bedenkt, dass das schon ein ganzer Haufen von Feinden ist, dann, ja. Dann können die halt auch eine Menge Schaden anrichten, denke ich mir. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wie lange meine Macht wohl noch reicht? Der andere ist schon weggegangen. Nicht geschafft. Na endlich. Na endlich. Ja, und krieg sogar Tränke. Super. Jetzt kümmern wir uns um den noch. Steht er hier so alleine rum? Guckt er mir so dabei zu, wie ich den anderen da fertig mache und denkt sich, hey, ich kann es ja auch mal probieren. Oder wie? Huch, so. Ja, das ganze Krautzeug nehme ich auch mit. Ach so, du willst es nochmal probieren? Nö, da geht er lieber weg. Und denkt sich, ach, was soll's. Mit der habe ich auch keinen Bock. Oder was? Und jetzt doch wieder, oder was? Ja. Dauert aber auch immer mit hier. Nehme ich alles mit. Klingt alles super. Und wenn wir schon mal dabei sind, kümmern wir uns doch mal um unseren Stufenaufstieg. Jawohl. Bandruhen, ich nehme einfach mal wieder so ein Ding, weil Bannen bin ich voll schlecht und kann nicht schaden. Und Macht brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt hier natürlich weitermachen. Und ich hatte das Beben rausgenommen, weil das Beben fand ich noch nicht stark genug. Bei dieser Adrenalinwoge habe ich auch keine Ahnung, was ich da tun soll, aber ich werde einfach mal, das klingt super, das werde ich überleben. Hier mache ich uns auch natürlich besser mit unseren Sprengfallen, da sind wir auch gut dabei im Moment. Kann nicht schaden und Zauberkrimskrams kann auch nicht schaden. Dann werten wir das mal auf und so haben wir überall wieder das aufgewertet in Zauberdingsbums und das andere auch. Die Sachen hier, die gucke ich mir später an. Ist jetzt erstmal egal. Ich will weiterkommen.
So, wir laufen unserem Hauptquest entgegen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Auf unserem Weg lagen halt jetzt Nebenquests, aber das, wie gesagt, spielt für mich gar keine Rolle, lag auf dem Weg. Okay, Leute. Geh mal aus der Ecke raus. Giftpfeile haben ihn gekillt. So wollen wir das haben. Das Schwert nehme ich mal nicht mit. Das werde ich am Ende eh nicht haben wollen. Ach ja. Unerwünschte Handschuhe. Okay. Was sind denn bitte unerwünschte Handschuhe? Die sind unerwünscht. Und noch mehr Chakrams. Chakrams, Chakrams, Chakrams. Okay, jetzt werden wir aber ordentlich gut bedient. Und irgendjemand soll ich hier treffen. Irgendwer ist hier. Hier. Agathe dürfte nicht weit hinter euch sein. Aber von Alyn'shir oder Ventrinio fehlt jede Spur. Ein Kundschafter auf dem Kamm dort oben hat gesehen, dass sich die Tuatha auf einen Gegenangriff vorbereiten. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat, bevor wir den nächsten Schritt machen. Oder sprecht mit Agathe, falls ihr nicht länger warten wollt. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Worauf warten wir? Auf Agathe. Wenn er euch sagt, dass er bereit ist, sind es meine Leute ebenfalls. Falls ihr jedoch lieber vorsichtig vorgehen möchtet, kann euch der Späher auf dem Kamm sagen, womit wir es zu tun bekommen. Ich würde gerne Seid mit vorsichtig. Dem Späher reden. Es ist schlimmer, als ich Wer befürchtet hatte. Wer ist das hier? Strenger Frostsoldat, hi. Meine armen, verratenen Brüder. Wir müssen sie von ihrem Leid erlösen. Ah, da seid ihr hey. Ja. Gut, dass ihr hier seid. Seid ihr bereit? Eigentlich schon, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Moment, noch nicht. Ich will euch nicht anlügen. Alyn war eine große Hilfe. Sie hat mir in Mel'Shenshir ein- oder zweimal das Leben gerettet, obwohl sie mich ebenso gut hätte sterben lassen können. Aber ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass sie irgendetwas verbirgt. Aber was auch immer es sein mag, vermutlich ist es nichts allzu Böses. Das hoffe ich jedenfalls. Das hoffe ich auch. Sind wir denn jetzt bereit oder nicht? Ich sag mal, ich bin bereit. Das bin ich. Aber es gibt noch keine Spur von Alyn'shir oder Ventrinio. Verdammt nochmal, ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Ach nö, wir können auch ohne sie siegen. Vielleicht ist es nicht Alyn's Schuld? Ich hatte Ventrinio beauftragt, sie im Auge zu behalten. Und bis vor kurzem hat er mir auch regelmäßig Nachrichten geschickt. Aber je näher wir Bael kamen, desto seltener wurden sie. Wir müssen durch das Haus der Rache und den Mischling töten. Und wir werden es wohl ohne sie schaffen müssen. Wer ist der Mischling? Es ist das, was im Haus der Rache einem Anführer am nächsten kommt. Ein Feier, der von seinem Hass so verzehrt wurde,
dass er kaum mehr als ein Tier ist. Wenn ihr nach Bail hinein wollt, muss der Mischling sterben. Wir sollten auf Ellen warten. Oder? Na los, wir sollten mal auf Ellen warten. Nein. Was auch immer Gutflo da drinnen macht, wird mit jeder Minute, die wir vergeuden, größer. Selbst wenn uns Allen nicht verraten hat, bleibt uns keine Zeit, um auf sie zu warten. Hört mal, ihr seid mächtiger, als ich es jemals war. Wenn irgendjemand diese ganze Sache beenden kann, dann ihr. Wenn ihr den Mischling getötet habt, geht ihr nach Bail und haltet Gutflo auf. Sollten wir getrennt werden, kämpfen wir weiter, um euch einen Fluchtweg offen zu halten. Und jetzt geht! Bleibt wachsam! Okay, Moment. Bevor es hier volle Kanne losgeht, werde ich aber mal gucken, was wir hier jetzt alles Schönes haben. Wir haben nämlich eine Menge neuer Chakrams, wie ich gerade sehe. Und ich muss mal eben aussortieren. Wir haben auch Eisschaden, Blitzschaden. Nehme ich darauf jetzt Rücksicht oder nicht? Also das sind unsere mit 150 und 37. Okay. Mal einen Überblick machen. Dann sind die ja auf jeden Fall irgendwie alle eigentlich schlechter. Obwohl es halt auch cool ist mit dem Eisschaden und so. Also ich mag das gerne. Es sieht immer so schön aus, wenn das so eismäßig gesprenkelt ist. Aber unsere neuen sind gar nicht mal so schlecht, finde ich. Pack die mal weg. Ja, ich mag Eis. Aber warum sind die jetzt schlechter? Obwohl die auch 37 Eisschaden haben. Warum? Na gut, die haben einfach einen hauptmäßigen besseren Wert, aber mehr auch nicht. Das ist halt einfach Blitz und das andere Eis. Ich weiß, gibt es da Elementverbesserung? Also ist Eis oder Blitz besser als Eis oder so halt? Ich weiß es nicht. Was ist mit denen? Dann lasse ich die Chakrams mal eben einfach drin und kümmere mich da nicht drum. 97, 45, 86, 54. Ja. Ja, dann nehme ich die auch mal raus. Was ist mit Rüstung? Vielleicht können wir da irgendwas Besseres anziehen. War eine ganze Robe, aber Zauberkraft reicht eh nicht. Was ist hiermit? Den lasse ich unsere mal eben drinne. Ich glaube, die sind sowieso besser. So. Und was mit den Gamaschen? Da auch. Dann hätten wir noch neue Schuhe. Sind die besser? Nee, wir haben hier voll viel Mana und wir hätten das andere. Überzeugen mich nicht. Und dann halt ganz viele neue Schilder auch noch. Okay, was haben wir überhaupt jetzt drin? Den da. Naja, den haben wir natürlich drin wegen Leben und Mana. Dann kann der hier schon mal weg. So. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wo geht's lang? Oh. Wo kämpfen die jetzt? Ja, ich kümmere mich um dich. Mir zu doof mit ihm hier. Ich hasse diese Schießbier-Dinger. Geh mir voll auf den Keks. Die sind einfach zu wuchtig. Oh.
komm, komm. Du gehörst zu mir, dich brauche ich nicht angreifen, das sollte ich vielleicht auch beachten. Alles, was sich hier bewegt, wird angegriffen. Nein, Quatsch. So. Danke für die Hilfe, Leute. Es dauert ja nur ewig. Stunden. Ah, mein Inventar ist voll. Ja, okay. Plunder. Wo war ich stehen geblieben? Alles weg damit. So. Sehr schön. Wo ist hier irgendwas zum... Was ist hier schon wieder so am... Eine Bandruhe. Eine schwere Bandruhe. Nein, danke. Da kommen die nächsten. Haus der Rache, da sind wir. Scheiße. Ist hier eine Bandruhe oder was? Okay, ich habe das Ding hier irgendwie aufgemacht oder so. Warte, den mache ich nochmal nämlich mit. Tarus Schutz. Leute, was sagt ihr? Was ist mit dem da hinten? Sind die egal jetzt oder was? Lassen wir die da einfach? Hm. Egal oder was? Okay. Ja. Voll der coole Trupp hier. Yeah. Wir gehen einfach mal los. Okay. Leute, ich werde einen Cut machen, während meine Freunde dahin laufen in ihr Glück. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, sie warten auf mich. Das ist schön. Sehr nett, sehr freundlich. Bis dann.